Graffiti. Selten ist ein Thema so umstritten wie die auf der Straße entstandenen Werke. Graffiti begegnet uns jeden Tag. Obwohl es für einige zum Stadtleben dazugehört und kaum wegzudenken ist, sehen andere es als sinnfreies Geschmiere und Sachbeschädigung. Doch woher kommt das Graffiti? Und ist das jetzt Kunst oder kann das weg? Der Begriff Graffiti ist ein Sammelbegriff für die verschiedenen Gestaltungen, die auf der Straße entstanden sind. Graffitis sind vielfältig und nicht direkt zu verstehen. Das, was uns am häufigsten im Alltag begegnet, ist das Stylewriting. Wörter werden kreativ gezeigt. Die Ursprünge des Graffitis finden sich in den 70er Jahren in New York wieder. Gemeinsam mit dem Hip-Hop breitete sich die Graffiti-Kultur weiter aus. Graffiti. Ist das jetzt Kunst oder nicht? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir uns mit dem Binger Graffiti-Künstler Nico Rode am Schlachthof Wiesbaden getroffen. Dort gibt es legale Sprühflächen, wo wir ihn bei seiner Arbeit begleitet haben. Er leitet Graffiti-Workshops und ist unter dem Namen Mondkunst bekannt. Wir wollen wissen, was Nico zum Graffiti bewegt und was er ausdrücken möchte. Was mich genau zu Graffiti bewegt hat, kann ich gar nicht genau sagen. Das war schon immer so ein Teil von mir, einfach Namensschilder in der Grundschule malen, irgendwelche Comicfiguren nachzeichnen. Das hat mich schon immer wirklich fasziniert und motiviert. Und mittlerweile will ich einfach einen Kontrast zum Alltag darstellen. Nico sprüht an legalen Wänden, um seine Bilder zu verwirklichen. Doch was ist mit den Zügen und Hauswänden, die nicht gewollt besprüht werden? Ist das nicht aufgezwungene Kunst? Graffiti ist in einer gewissen Art und Weise eine aufgezwungene Kunst, aber somit auch eine frei zugängliche Kunst. Weil beispielsweise, wenn besprühte Züge quer durch Deutschland fahren, dann können das, ohne dass man dafür was zahlen oder machen muss, unzählige Leute jeden Tag sehen. Das sehen auch Leute, die nicht unbedingt damit konfrontiert werden wollen und sich damit trotzdem auseinandersetzen, was einfach an Kreativität anderer Leute Köpfe abgeht. Trotz einiger legaler Sprühflächen gibt es Sprayer, die diese Tätigkeit illegal ausüben. Wie kann man dieses Problem lösen? Wäre es sinnvoll, die Gesetze zu verschärfen? Grundsätzlich würde ich an der Gesetzesgebung zu Graffiti nicht wirklich viel ändern. Es ist nur unglaublich wichtig und essentiell wichtig, dass es weiterhin mehr legale Flächen zum Sprühen gibt. Ohne legale Flächen gibt es Graffiti als Kunst nicht, sondern sonst wird Graffiti immer wieder zum Vandalismus genötigt. Das Thema ist und bleibt kontrovers. Letztendlich muss jeder für sich selbst entscheiden, ob es Kunst ist oder nicht.